Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Teil 13 von Raft hier in der Kreativwelt. Im letzten Video hatten wir ja hier unsere Wohlfühloase. Jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was reinbauen. Wir fangen am besten mal an mit Tisch, Stuhl und bla bla bla. Also wir holen uns einen. Ich glaube, da könnten wir eben so viel Platz daneben, ne? Dass wir uns da. Himmel, Arsch. Dass wir uns da mal ein richtig schönes, großes Ding hinstellen können. Und zwar werden wir das jetzt mal so. Und den Tisch stellen wir direkt neben dran. So, jetzt haben wir hier eine richtig schöne, große Fläche. Was wiederum heißt, wir können hier jetzt einmal richtig schön anfangen. So. So. Und so. Dann haben wir hier mal richtig schöne. Ach, was mache ich dann? R. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Du blödes, verdammtes Mistvieh. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Der hat doch tatsächlich das Ding jetzt rausgefressen, die dumme Sau. Guck doch dieses blöde Mistvieh an. Da freckst du doch im Schatten. Das geht mir nicht. Ich glaube, ich muss das wirklich mal machen, dass ich mir so Hüte baue und mich dann da reinstelle, das Ding richtig schön zubaue und direkt vor die Hütte dann ein so ein Ding reinbaue und warte, bis dieser Vogel kommt. Und wenn er rauskommt, habe ich schon meine Speer in der Hand und dann werde ich dieses Vieh kriegen. Und wenn das Letzte ist, was ich tue. Ich höre dieses Spiel nicht auf, bevor ich dieses blöde Vieh gekillt habe. Zumindest einer will ich mal leben. Ich meine, es ist ja wurscht. Es ist ja Ding. Kreativmodus, von daher ist es ja pups egal. Aber, ich meine, was soll das, Will er mich verkackern oder was, dieser Scheißvogel? So, ich habe doch da jetzt auch irgendwas mit einer Kerze oder irgend so ein Scheiß gesehen. Kann das sein? Nee. Was war da? Doch, da guck. Kerzenflasche, siehst du das da? Das wollte ich mal kurz ausprobieren. Ob man die. Oh, siehst du. So schön jetzt auf den Tisch platzieren. Sehr schön. Dann diese komische. Der ist ja schon wieder da. Der ist ja schon wieder da. Ich hab die Möwe gekillt. Ich krieg die Krise. Ich hab sie gekillt. Ich hab doch gesagt, ich krieg dich. Das wird dir eine Lehre sein, du Biest. So, das nehmen wir natürlich als Tischdekoration. Sieht echt hässlich aus, das Viech. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. So, Na, das ist ja blöd, ne? Also. Ich stelle mal da Funsel hier. Und hier eine Funsel. Dass hier mal richtig schön hell bleibt. Dann machen wir jetzt natürlich wieder Grill. Und so Sache. Dann müssen wir mal gucken. Grill ist oben wahrscheinlich bei dem Ding, ne?
Jawohl. Dann nehmen wir gleich mal eine. Den Grill würde ich sagen, stellen wir mal daher. So, sehr schön. Was könnte man da noch hinstellen als Dekoration oder sowas in der Art? Weil viele Möglichkeiten hat man nicht wirklich. Ja, toll. Stuhl, Tisch, Schild, Ablage, das ist alles so fetz mit Krüger, also das ist nicht wirklich das, was man hier so großartig jetzt. Boah, Alter, ey. Oh, ihr Männer. Ach, das lassen wir jetzt einfach mal so. Was steht das? Was vielleicht noch geil wäre, wäre so eine Art Sonnenschirm oder sowas, wenn das noch kommen wird. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich das immer so sagen darf. Was eine Angst. Eigentlich könnte man da hinten noch eine Funzel hinstellen. Dann machen wir mal da noch eine Funzel hier. Hier und hier. Machen wir mal hier und hier eine hin. Und hier und hier. So, jetzt ist das ganze Ding immer richtig schön ausgeleuchtet. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich immer sagen. So, jetzt haben wir hier natürlich einen riesen Platz daneben, ne? Aber das ist halt. Das ist halt das, was ich sag. Man hat nicht besonders viel Möglichkeiten für Dekoration oder irgend so ein Zeug. Was will ich jetzt eigentlich mit diesen blöden Federn da? Roher Geflügelschenkel. Ah ja, okay. Dann haben wir 6 Federn. Damit kann man dann natürlich diesen Pinsel machen. Den Stuhl brauchen wir jetzt nicht. Das lassen wir mal so. Gut. Guck doch. Scheißvieh. Saufi, verdammtes. Der will mich unbedingt foppen, die dumme Sau. Mich rächt dieses Viech auf. Ja, hier kann man natürlich wieder ein paar Planken reintun, falls man irgendwann mal anfangen wolle zu angeln. Ja, ich könnte euch das eigentlich mal zeigen mit dem Angel, wisst ihr das? Jetzt habe ich natürlich gerade keine da, ne? Das müsste dann da sein. Nehmen wir einfach mal. Naja gut, ist ja egal. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt diese Hightech-Angel hier. Es gibt ja mehrere Arten von Fische. Ihr schmeißt das Ding jetzt einfach da rein und jetzt wartet ihr ab, bis das Ding aufhängt zu ziehen. Es dürfte so noch 4-5 Sekunden dauern. Wenn überhaupt. So, wir haben einen Fisch. Oh, nehmen wir noch einen, also ich weiß ja nicht, das ist, war ja im Moment nicht gerade besonders viel. So, was ist denn der nächste? Ja, also das ist jetzt zum Beispiel einer von der ganz großen Sorte. Also der muss man natürlich schon oben auf den großen Grill drauf schmeißen. Den nehmt ihr dann einfach und legt ihn so da drauf. Und das ist natürlich jetzt hier so Lilliputaner. Das ist natürlich nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube. Hahaha.
Die zweite gekillt. Ich hab's übrigens rausgekriegt, man kann doch rennen, so wie ihr hier seht. Ja, wunderbar. So, mein Fischbrett, der Vogel ist tot. Finde ich geil. Ich werde hier noch zum Vogelkiller, Jungs. Oh, ich kenne mich. Ich find's klasse. Warte mal, wir haben doch solche komische Ablagebretter. Hab ich doch irgendwo gesehen. Da machen wir einmal ein paar. So, warum? Ja, keine Ahnung. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht, wenn ich da solche Dinge hinmache. So zur Verzierung praktisch. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das ist natürlich die... Oh, guck mal an. Das ist mir ja gar nicht... Hey, das ist ja der Hammer. Ey, das ist ja geil. Das ist ja... Das kann man praktisch... praktisch so als Sitzfläche hier um dieses Ding da... So. Ja gut, da geht er jetzt nicht hin, das ist klar. Ah, das ist jetzt natürlich der Brüller, ne? Also, dann würde ich sagen, das würde ja hervorragend jetzt mal da hinten hinpassen. So als praktisch, als kleiner Ablagetisch für die ganze Fischkacke hier. Okay, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel hier dieser gegarte Lachs, den können wir jetzt aufnehmen und könnten jetzt zum Beispiel futtern. Na komm, schmeißen wir das kleine Ding halt da drauf. Und dann könnten wir jetzt natürlich den Fisch dann... Wo ist denn der überhaupt? Der steht jetzt da oben, also den könnten wir jetzt natürlich essen, ne? So, jetzt will ich mal gucken, ob ich dieses Zeug auch da drauf schmeißen kann. Na, es gehen nur noch die zwei Stück da drauf. Oh, ich hab doch gesagt, ich hau mir den Vogel auf den fünften Grill. Ich find das ja so geil. Hammer. Finde ich klasse. So, das ist jetzt aber mal Zeug, was wir jetzt mal gar nicht gebrauchen. Die Angel tun wir auch wieder weg. Die brauchen wir nicht. Ich guck grad. Gegarter Lachs, den können wir jetzt nehmen. Jawohl. Sehr schön. So, als nächstes geht's dann natürlich oben weiter. Das ist ja klar. Jetzt muss ich mir mal den Platz angucken, ob das einigermaßen hinhaut, so wie ich das vorhab. Hier haben wir unsere bunte Terrasse. Ja, da könnte man eigentlich als Terrasse durchgehen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir haben noch ein Schild, siehst du, da, wenn wir hier eins hinmache, ein Schild. Und nennen das, Terrasse, ne? Ja. Warte mal, ich glaube, das schreibt man mit 2R, ne? Terrasse! Achso, muss man ja dort drauf drücken, ne? Terrasse. So. Hier kommt's dann. What the fuck? Ach, das ist die Antenne. Okay, die glotzt da oben raus. Hier oben werden wir noch was Schönes, Großes bauen. Muss kurz gucken, ob das auch einigermaßen hinhaut, wie ich das vorhab. Das müsste ich 3x3 machen. Ja, das passt auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Idee. Und zwar könnten man natürlich auch mehrere von den Dinger machen.
Andererseits, wenn ich mehrere mache, sieht es dann natürlich wieder nicht sehr schön aus. Ich gucke mir das gerade mal an, wie das aussieht, wenn ich es... Ne, warte mal, falsch. Ich muss hier den Hammer nehmen. Da brauchen wir die Wand, jawohl. Machen wir mal. So. So, ich habe ja gesagt, 3x3 wollte ich es machen. Das einzigste Problem ist, wie zum Geier mache ich die Treppe. Das ist das, was ich eigentlich, was mir eigentlich am größten Gedanken gemacht hat. Ich denke aber, dass ich die Treppe komplett außenrum mache. Was wiederum heißt. What? Wie? Wo? Was wiederum heißt, genau. So. Jetzt geht das natürlich. Doch funktioniert. Das heißt, wir müssen so, so. Und da müsste dann einer hin. Was wiederum bedeutet, die nächste Treppe würde dann hier hinkommen. So, die drehen wir mal rum. Nochmal, nochmal. Die würde dann hier hinkommen. Weil immer zwei und dann der eine hinten dran. Ja. Jetzt kommen wir da natürlich nicht hin, ne? Das ist klar. So, jetzt brauchte man hier diesen Stecker. Das bedeutet, wir brauchen wieder unsere normale. So. Boah, ey, das ist ja echt mies, ey, wisst ihr das? Holla die Wolfie. Jetzt machen wir erst einmal. Das ganze Ding hier. Eins weiter hoch. Könnte ich da eigentlich da oben drauf laufen? Ja, ne? So. 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 Jetzt ist die Frage. Kann ich hier an denne Dinge? Ja, kann ich wieder die Schräge hoch machen. Das heißt, wenn wir hier sind, kommt dann hier jetzt praktisch dann die nächste Treppe. Dann müssen wir wieder dreimal drehen, jawohl. Und jetzt nehmen wir natürlich hier den. Jetzt müssen wir hier praktisch. Ja, ich höre es, der Vogel ist doch. Wieder die Planke. So. So. Und das dann nebendran. Aber erst müssen wir natürlich wieder unsere Wand ziehen. So. 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 So und so. Gut.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Was ist das? Eine ruhige See hier, ne? Das ist ja echt der Wahnsinn. So, aber bevor wir weitermachen, gehen wir jetzt erst noch mal runter. Weil ich jetzt definitiv dann einen Cut reinmachen werde. Ich guck mir das Ganze mal an, wie das aussieht. Ja, das geht schön. Das geht alles schön, alles weiter nuff. Das gibt einen richtig schönen, hohen Turm. Ja. Den mir natürlich dann gnadenlos im nächsten Video weitermache. Also wie hoch ich den mache, weiß ich jetzt noch gar nicht. Das werden wir dann sehen. Fakt ist, ich hätte vielleicht vor, dass so eine Art... Nein. Das verrate ich euch noch nicht, was ich da oben dann hinmache. Ich hab mal wieder sowas ausgedacht, was man machen könnte, aber egal. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch dann auch das nächste Video an. Dann geht's natürlich hier weiter knallhart mit unserem Türmchen. Mal jedes Würmchen baut ein Dörmchen. Das spricht man immer so schön, ne? Für dieses Video soll es jetzt aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ihr wisst Bescheid, wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Macht einen Daumen nach oben, das würde mich wirklich freuen. Ich sag hiermit Tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.